Termin bei Tom Herzner. Warum ich gar nicht bekommen Termin? Ich bekomme in beste Restaurants von Berlin. Kann ich Ihnen behilflich sein, Julian? Ich versuche zu erklären, dass Herr Herzner zurzeit keine Termine macht. Mhm. Und schon gar nicht mit Frauen. You can walk that man on a one-night stand. You can walk that man to the promised land. You can walk that man again and again. We're forever. We're forever. Ja, Robert, wollte dabei sein, wenn du siehst. Danke. Na, Schatz, gefällt es dir? Dein erstes Shampoo. Schon speziell, wenn dann dein Name auf einem Produkt steht. Tom Herzner, jetzt auch für Frauen. Na, wunderbar. Weil der schwule Haarkünstler mit seinen maskulinen Kosmetikkreationen so erfolgreich ist, soll er mit einer weiblichen Version nachziehen. Also muss der Mann studienhalber ins feminine Milieu. Und das hat für eine Kinokomödie genau die richtigen Nebenwirkungen. Vielleicht kann ich helfen. Keine Fotos. Diese berühmte Chemie muss ja speziell in so einem Film unbedingt stimmen. Klappte das sofort oder musstet ihr euch das erstmal erarbeiten? Ach, das ist jetzt noch schwierig, muss ich ehrlich sagen, mit der zu arbeiten. Das ist also bei mir hat das sofort geklappt. Ein sehr trauriges Gemüt, Jaili. Kostja. Also bei mir hat das sofort geklappt, muss ich sagen. Ich bin zum Casting gegangen und das war mit Kostja und dem Regisseur Marco Kreuzpaltner. Und ich habe mich tatsächlich sofort in beide verliebt. Ich fand die beide so entzückend und ich habe so sehr gehofft, dass es klappt und dass sie mich besetzen und es hat dann auch funktioniert. Ja, ich hatte keine andere Wahl. Marco hat das entschieden. Ich hätte natürlich jemand ganz anderes genommen, aber so musste es dann sein. Nein, ganz im Ernst, ich habe sie damals schon bei Alemannia gesehen und dachte so, wow, das ist eine tolle Schauspielerin, die echt was drauf hat und hatte große Lust, mit der mal zu arbeiten und habe mich gefreut natürlich, dass dann jetzt bei Coming In geklappt hat und die Chemie war auch so ganz toll am Set und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man mit ihr einfach echt so loslassen kann beim Dreh. Ohne groß nachzudenken, einfach spielt und in den Rollen ist. Und das war eine tolle Erfahrung. Machst du einen aufs Gangster-Rapper? Ihr seid ja nun beide Friseure in dem Film. Wie sind denn eure Erfahrungen im Haarkünstlermilieu oder wie habt ihr euch das erarbeitet? Ja, wir sind Profis, würde ich jetzt sagen. Wir sind verdammt gut jetzt. Wir könnten jedem Jahre schneiden. Nein, also wir haben 1,5 Monate ein Praktikum machen dürfen. Jeweils in einem Salon, du in Neukölln, ich in Mitte. Wir haben uns dann immer gerne so kleine Fotos und Videos geschickt, um zu gucken, wer weiter ist. Und haben so einen kleinen Battle gehabt irgendwie untereinander. Und irgendwann mein Höhepunkt war, als ich dann meine Maske mildern und die Spitzen schneiden durfte. Das war ganz großartig. Also ich würde mir auch jetzt noch zutrauen, jemandem die Spitzen zu schneiden, würde aber empfehlen, danach noch einen Friseurtermin zu machen. Bei jemandem Profi, ja. Bei Aileen dann. Horst? Hätte man euch denn da begegnen können, als ihr inkognito geprobt habt? Absolut, absolut. Also ich war in Neukölln in einem Salon bei der Lucella. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass ich in dem Salon nicht als Aileen war, sondern als Heidi. Also wir haben mich auch als Heidi dann den Kunden immer vorgestellt. Und ich war dann halt die neue Auszubildende in dem Salon und hab dann da ganz normal gearbeitet. Hab auch alle Sachen gemacht, die eine Auszubildende machen musste. Haare wegfegen und diese ganzen Geschichten. An den echten Kunden durfte ich dann waschen und föhnen, aber schneiden durfte ich dann eben nur an meiner Übungspuppe. Wenn du da fertig bist, spülst du bitte Mona und ich mache mich an die Dauerwelle von der Frau Merten. Bist schon mal rüber, ne? Ja, gerne. Und sag bitte Bescheid, wenn ich den Müll rausbringen soll. Oh, das wäre ganz lieb. Der Horst hat nur Erfahrung in Männersalons. Hab ihm angeboten, dass er hier aushelfen kann, solange die Claudia auf ihrer Kreuzfahrt ist. Er macht die Woche die Mädels. Da war eine Kundin, die mich dann immer so anschielte von der Seite und immer so hinterher guckte. Und irgendwann hatte sie sich dann getraut zu fragen, meinte, sind Sie nicht der Schauspieler Ullmann? Dann meinte ich, ja, es läuft gerade nicht so gut im Geschäft und so. Man muss halt auch gucken, zweites Standbein und so. Und dann hat sie gelacht und dann durfte ich bei ihr sogar die Haare föhnen mit so einer Rundbürste, wofür ich immer Grauen hatte, weil ich immer Angst hatte, dass ich die ganzen Haare rausreiße. Sophie wird den Meiname hier wahrscheinlich auch nicht helfen. Stimmt. Die werden sich eher fragen, warum ich mit einem Schwulen und so. Was hat es damit zu tun? Ich habe es hier gerahmt. Soll seinen Ehrenplatz bei uns kriegen? Das ist jetzt nicht wahr, oder?
Ich bin schwul, verdammt nochmal. Homosexuell, vom anderen Ufer, andersrum. Eine Tucke. Ja, das weiß ich doch seit heute, aber gestern... Haben Sie eine Ahnung, was für Konsequenzen das haben kann? Zum Beispiel, dass er sich der Konsequenz seiner eigenen Gefühle gar nicht mehr so sicher sein kann. Das Kleid ist echt. Wow. Es ist ja doch erstaunlich, dass in unserer bunten, multikulturellen, multisexuellen Welt diese besondere Farbe, die hier in dem Film beschrieben wird, erst jetzt thematisiert wurde. Ja, das stimmt. Vor allem ist es, wenn ich mich recht erinnere, so das erste Mal einfach so eine richtig dicke Mainstream-Komödie, die sich also jetzt mit dem Thema befasst, was ist überhaupt Liebe? Ist es was anderes, einen Mann zu lieben als Mann, als eine Frau zu lieben? Was bedeutet das, wenn man erst schwul war und dann immer noch schwul ist und sich trotzdem in eine Frau verliebt? Also es ist schon das erste Mal, dass diese Verquerungen der Liebe in so einer komödiantischen Form jetzt ins Kino kommen. Ja, da muss man Warner, glaube ich, auch ein großes Kompliment machen. 6 schwule Hauptrollen hat man, glaube ich, auch noch nie gesehen. Du weißt, dass wir dich lieben und respektieren. Aber keiner von uns könnte auch nur ein Auge mehr zumachen, wenn wir wüssten, dass du dich unglücklich machst, Horst. Allein wie die aussieht, was die anzieht. Ich finde, es wird zwar mit Klischees gespielt, aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise, ohne dass man da irgendjemand auf die Füße tritt. Deswegen ist das in diesem Film sehr schön behandelt, finde ich. Ja, also ich finde, man hat sogar richtig Spaß an den Klischees. Mhm. Jede verliebt sich in ihren schwulen besten Freund. Die Hälfte der Models, die ich kenne, ist in ein schwules Model verknallt. Passiert ständig. Ja, aber warum ist das so? Du verliebst dich nur in Tom, weil du ihn nicht haben kannst. Es ist das garantierte Unglück. Deine Liebe wird auf keinen Fall erwidert werden. Hast du jemals deine Sexualität in Frage gestellt? Bist du wahnsinnig? Eine Frau? Aber du liebst doch Frauen dort etwa nicht. Frauen sind rechthaberisch, sie sind beherrschend. Sie halten dir die Nase zu, wenn du schnarchst. Man kann dann einfach wirklich gemeinsam mit der Geschichte, gemeinsam mit den Darstellern Spaß haben an diesen Klischees, darüber auch gemeinsam lachen und, ja, und muss das nicht irgendwie problematisieren oder so. I'll try to leave you behind. No one's fault but my own. Brick by brick, stone by stone. Die richtige Frisur, wie wichtig ist das eigentlich und könnte eine neue Frisur auch als Liebesbeweis durchgehen? Also ich finde ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der jetzt so sich so unfassbar an Äußerlichkeiten irgendwie aufhalten kann. Für mich ist das so, ich liebe Menschen aufgrund der Seele, die da aus ihnen heraus kommt irgendwie. Das hat wirklich mit Äußerlichkeiten nicht so viel zu tun. Aber man muss schon sagen, ich erinnere mich sehr gut daran, als meine Mutter, als mein Bruder noch klein war und meine Mutter damals, das war halt in so Ende 80er oder Anfang 90er oder sowas, und da kam sie vom Friseur und hatte, glaube ich, vorher normale glatte Haare und dann kam sie also mit einer Dauerwelle, war ja damals ganz angesagt, kam sie also mit einer Dauerwelle nach Hause und mein Bruder hat so geweint und war so von ihr erschrocken und wollte sie auch nicht mehr in den Arm nehmen und es war für ihn ein Riesendrama. Der hat echt einen ganzen Tag gebraucht, bis er sich wieder beruhigt hat. Also es gibt Situationen, wo eine neue Frisur doch Drama auslösen kann, ja. Scheiße. Aber als Liebesbeweis weiß ich nicht. Kein Schimmer. Ich bin so ein bisschen haargeschädigt, kann ich ehrlich sagen, seit dem Film, weil ich immer irgendwie die Haare nachgeschnitten bekommen habe, sodass ich jetzt auch immer sehr darauf achte, wie die Haare aussehen. Aber mal sehen, wie lange das noch geht. But the look on your face is something beautiful. And the touch of your hands is something.